Statt Fakten gibt es nur mehr Haltung, statt Fairness gibt es nur mehr Parteilichkeit und statt Information gibt es nur mehr Manipulation und Fake News. Alles ist recht, wenn es nur dazu gilt, die Freiheitliche Partei irgendwie schlecht zu machen. Und ich sage ja immer, dass diese anderen Parteien längst zusammengeschmolzen sind, muss man ja fast sagen, oder ineinander verwachsen zu einer Art Einheitspartei. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich verstehe ja überhaupt gar nicht, warum sie nicht gleich gemeinsam auf einer einzigen Liste kandidieren. Warum kandidieren sie nicht als eine einzige Liste? Das wäre ja logisch, weil alle gemeinsam haben sie ja den Niedergang unseres schönen Landes am Kerbholz. Das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. Alle gemeinsam himmeln sie die Europäische Union an und alle gemeinsam haben nur das eine Ziel, den freiheitlichen Volkskanzler und eine FPÖ an erster Stelle zu verhindern. Und da wird alles verdreht, was bisher gegolten hat. Bisher war es ja immer so, derjenige, der bei einer Wahl die meisten Stimmen gemacht hat, das war der Sieger. Das gilt jetzt nicht mehr, wenn es die Freiheitliche Partei ist. Da kommt man dann mit dem Argument daher, ja, ja, die haben vielleicht die meisten Stimmen, aber alle anderen zusammen haben ja noch mehr. Ja, liebe Freunde, das ist so, bitte, wie wenn der Stefan Kraft das Skispringen am Berg Isel gewinnt, weil er am weitesten gesprungen ist und die besten Haltungsnoten hat. Und dann kommen alle anderen daher und sagen, na, eigentlich haben wir gewonnen, weil alle zusammen sind wir weitergekupft. Aber ihr seht einmal, wie verrückt das Ganze ist.